Na wirklich, ich habe extra den Toni angerufen, habe gesagt, ich tue nicht mehr mit. Aber er hat wahrscheinlich verstanden, weil die Veranstaltung in der Turnhalle stattfindet, hat er verstanden, ich tue immer mit. Weil man muss schon so deutlich sprechen bei dem Präsidium, das ist ein Wahnsinn. Ja. Aber dabei brauche ich wirklich einmal Auszeit, und zwar für mich alleine, weil die gemeinsamen Auszeiten in den letzten Jahren haben wir überhaupt nicht getaugt. Also da ist mir einfach nicht so gut gegangen. Ja, ich sitze heute zu Hause, ich sitze heute daheim. Ja, weil das Rausgehen ist verboten, das ist nicht erlaubt, drum sitze ich heute daheim. Und ich bin alleine, so alleine. Ich glaube, ich halte es nimmer lang aus. Wir haben einen Lockdown, 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 Lockdown. Und meine Haare werden immer länger, ja, weil die nur Wachstum haben. Ja, und sie fangen an zum Hängen, und zwar in meine Augen, drum kann ich nicht mehr richtig schauen. Und ich brauch dringend, ja, ganz dringend, wieder einmal einen Friseur, der schneidet mir den Lockdown. Lockdown, 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 Lockdown. Und die Gedanken werden wirrer. Braucht man für einen Lockdown ein Motiv? Und ist es dann für einen Lockdown-Führer? Ein sogenanntes Lokomotiv. Und ist ein Lokomotiv nicht eine Zugmaschine? Ja, die zieht den Zug wohin? Ja, und wohin die jetzt den Zug zieht? Wo ist da der Plan? Und wann kommen wir endlich an? Ich glaube, in eine Stadt. In eine Stadt, wo dann lauter Zugmaschinen sind, die heißt dann Lockdown, 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 Lockdown. Und da ziehen wir alle hin. Oder auch nicht. Wahrscheinlich. Rakete 1 und 2 und 5. Ich habe mich wirklich nicht mehr auskennt, darum habe ich auch gesagt, ich tue nicht mehr mit. Und aber mittlerweile ist jetzt wieder alles erlaubt, also wirklich alles. Sport, Kunst, Kultur, Inflation, alles. Ja. Und überall so viel Leute, also jede Veranstaltung ausverkauft, extrem viel Leute überall. Man wünscht sich glatt die alte, gute alte Zeit wieder zurück. Ja, sogar Fußballspielen vor Weihnachten war erlaubt. Da kann es ganz leicht passieren, dass du einen Katar holst. Eine Fußball-WM mitten in der Skisaison hat es überhaupt noch nie gegeben, glaube ich. Dabei kommen die Länder jetzt eh mittlerweile schon Skifahren auch. Ja, ich habe das selber gesehen, ich war dort in Dubai, da haben sie eine Skihalle,
da steigst du unten ein, Lift, also du bist unten Dubai und kommst oben an. Ja. Und ich war zufällig dort, da waren gerade die arabischen Meisterschaften. Ich bin mit dem Lift aufgefahren mit dem Trainer von den Iranern, mit dem Abdul Ahmed Friesenbichler. Er hat gesagt, er hat den Lauf gesteckt. Habe ich gesagt, ja, ich sehe gar keine Tore. Er hat gesagt, nein, braucht keine Tore, er will Skifahren, nicht Fußball spielen. Habe ich gesagt, ja, dann ist ja diese Abfahrt. Er hat gesagt, nein, bei einer gibt es nur einen Schalom. Ja. Und da wollen sie aber schauen, dass alle Leute kommen können. Jetzt ist das ein Schalom, ein Leute kommen. Ja. Auf eins muss man aufpassen, da kann wirklich nur der mitfahren, der Ski hat. Skihard-Rakete 1 und 2 und 5. Ja, aber die WM haben es sofort boykottiert, also haben es zum Boykott aufgerufen. Und es hat wirklich funktioniert. Einige Bekannte von mir, die haben sich absichtlich keine WM-Spiele angeschaut. Gut, die haben sich allerdings vorher unabsichtlich auch keine Fußballspiele angeschaut. Aber diesmal haben sie es betont. Ja, also nicht ganz so hat es nicht funktioniert. Apropos boykottieren, kann man eigentlich eine Damenfußball-WM auch boykottieren? Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall kenne ich andere, die haben das richtig boykottiert, also die sind gar nicht hingefahren, die österreichische Nationalmannschaft. Die haben das. Die haben das richtig gemacht, nicht so wie die Deutschen. Die Deutschen, das ist mir aufgefallen, wie ich die Nummer geschrieben habe, die Deutschen. Das ist jetzt mein nächstes Wort für bitte lächeln beim Fotografieren. Früher haben wir gesagt Cheese oder Ameisen-Scheiße, das geht auch mit den Deutschen. Super. Ja. Auf jeden Fall haben die das überhaupt nicht richtig gemacht. Ich meine, die sind hingefahren, haben sie den Mund zugehalten und sind wieder heimgefahren. Also. Dann hat der Neuer noch dazwischen ein wenig Probleme gehabt mit seiner Regenbogenbinde. Obwohl ich überhaupt glaube, dass das kulturelle Aneignung ist, wenn ein Mann eine Binde tragt. Aber ist eine andere Geschichte. Ja, mit der kulturellen Aneignung. Aber mit so Neuerungen können sie in Katar sowieso nichts anfangen. Nicht so wie bei uns, wo sie durch die kulturelle Aneignung sogar in Winnetou verbieten wollen. Also Indianer spielen, das war das liebste Spiel meiner Kindheit, was ich mich erinnern kann, Cowboy und Indianer. Und sogar der King Charles, wer ihn nicht kennt, ist der ehemalige Prinz Charles. Sogar der war schon einmal in Diana. Rakete 1 und 2 und 5. Ja, und in der Politik versuchen sie auch die klingenden Indianernamen von früher ein wenig zu verstecken. Also das heißt, so klingende Namen wie rauschendes Gewässer, das es seinen Weg vom Berg ins Tal sucht, heißt halt Lauterbach. Oder der das Schlagwerkzeug verweigert, Nehammer. Auf den Hund gekommener, rauchender Holländer, Van der Bellen. Großes männliches Raubtier, Bärbock. Stellvertreter, Co-Bär. Entschuldigung. Ja. Nein, aber die Fußball-WM war schon ganz was Besonderes. Vor allem das Alkoholverbot, mit dem hat überhaupt nicht am Anfang was anfangen können, aber es hat funktioniert. Ja, weil das ist in den Ländern ist das einfach so. Da kommst du in die Bar rein und dann bringen sie schon den Tee heran. Das habe allerdings ich boykottiert. Also ich habe mir daheim beim Fußballschauen, habe ich mir zu Fleiß ein Bier aufgemacht, habe mich dann noch dran festgeklebt, dass man es mir nicht wegnimmt. Ja.
Wir haben sie wieder, unsere K&K-Zeit, Klima und Kleben. Gespannt bin ich auch, wie die letzte Generation das ihren Kinder erklären wird. Ja. Ja, aber ich tue da sowieso nicht mehr mit. Die ganze Teuerung und die WM hat ja auch extrem viel gekostet. Darum, ich glaube, dass deswegen auch bei uns der Diesel und der Benzin so teuer geworden sind. Und die Klimakrise, alles ist schuld eigentlich an der Teuerung. Und da blickt man eigentlich nicht mehr gut, nicht mehr ganz durch. Und ich tue da sowieso nicht mehr mit, ich habe ein Lied drüber gemacht. Ich nehme da jetzt den Benzinpreis her, weil er mir als erstes aufgefallen ist für die allgemeine Teuerung als Statement. Und weil wir gerade bei der WM waren, vielleicht bringen wir ein wenig eine Stadionstimmung da rein. Der Stadionsprecher von Rapid hat einmal eine super Idee gehabt, indem er sagt, danke, und das Publikum sagt, bitte. Probieren wir noch einmal kurz, danke, bitte. Super. Also immer wenn ich sage, danke, dann, bitte. Sehr gut, danke. Bitte. Nein, und das ist halt auch darum entstanden, weil auf der Tankstelle haben wir auch die ganzen Experten, die man fragen kann. Ich fahr auf der Autobahn, da blinkt mich so ein Lichtlein an. Ich hab's erkannt, der Tank ist leer, wo krieg ich jetzt an Diesel her? Ich werd schnell zur Tankstelle laufen, dort haben's so viel, dass sie ihn verkaufen. Wenn ich dann zur Tanke schwanke und meinem Boliden danke, frag ich nach dem Grund, warum das so teuer kommt. Da sagt der dicker Kleiner, schuld sind die Amerikaner. Man sollte die Amis sagen, sie sollen nicht immer die Araber jagen. Weil dann schalten Scheichs auf Stur und dran auf für die Öluhr. Mir ist das egal, ich tue da nicht mit. Weil ich trotzdem tanke. Wenn ich dann zur Tanke schwanke und meinem Boliden danke, frag ich nach dem Grund, warum das so teuer kommt. Ander sagt, ich will nicht hussen, aber schuld sind diesmal sicher Russen. Weil die immer mit der Ukraine raffen, müssen wir alles so teuer kaufen. Und der Grund, weil anscheinend wirklich alles aus der Ukraine kommt. Mir ist das egal, ich tue da nicht mit, weil ich trotzdem danke. Wenn ich dann zur Tanke schwanke und meinem Boliden danke, frag ich nach dem Grund, warum das so teuer kommt. Ein anderer sagt, ja spinnst denn du, schuld ist sicher die EU, weil die lassen sie so gern bestechen und wir müssen das alles blechen. Man sollte sich von der befreien, man kann sich sowieso nichts von der leiden. Ich tue da nicht mit. Mir ist das egal. Weil ich trotzdem danke. Wenn ich dann zur Tanke schwanke und meinem Boliden danke, frag ich nach dem Grund, warum das so teuer kommt. Danke! Ach so, eine Strophe habe ich noch vergessen. Mein Gemüt ist eher schlicht, darum stürmt es das auch nicht. Hab aber trotzdem nachgedacht, was den Benzin so teuer macht. Und siehe da, ich weiß, der teure Sprit, das liegt am Preis. Mir ist das egal, ich tue da nicht mit, weil ich trotzdem danke. Danke. Jetzt aber. Rakete, 1, 2, 5. Danke. Bitte. Schön. Hast du sagen müssen, hast vergessen. Danke. Okay. Aber ich glaube schon, dass du noch was auf Lager hast, oder nicht? Achso, ja, Anstrophen habe ich noch vergessen. Hast du noch? Ja, ja, die vorige ist auch schon fast vergessen. Ja. Bin heute ein wenig vergesslich.
Wenn ich dann zur Tanke schwanke und meinem Boliden danke, frag ich nach dem Grund, warum das so teuer kommt. Mir ist das schon langsam zu dumm, schuld ist sicher das Publikum. Weil die immer eine Zugabe wollen, müssen Veranstalter so viel zahlen. Und drum ist gerade heuer bei uns das Bier so teuer. Mir ist das egal, ich tue da nicht mit, weil ich trotzdem danke. Ich gehe jetzt am Bar, aber nicht in Katar. Na, da gleich in die Bar, weil ich da am liebsten danke. Danke.